Hallo und herzlich willkommen zu meinem Online-Kongress Lebe deine wahre Essenz, erfahre Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Jasmin Donat und ich habe heute die Nada Breidenbach zu Gast, heute als Interviewgast. Und ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast und dass du heute mit dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, bei deinem Kongress dabei zu sein. Schön. Toll. Ja, die Nada ist ein großer Herzensmensch. Sie hat ein unglaubliches Wissen und eine unvergleichbare Weisheit in ihrem Leben angesammelt. Sie folgt komplett ihrer Intuition und lebt aus dem Herzen heraus. Sehr beeindruckend. Nada teilt seit über 35 Jahren ihr Leben mit Kurt Tepperwein, den bestimmt einige Zuschauer hier kennen. Ich kenne Nada durch ihre Kamingespräche mit ihrem Mann, die mich sehr inspirierten. Sie selbst war lange auf der Suche nach dem Wer bin ich? Was ist meine wahre Essenz? Was ist mein Weg? Sie war länger in einer Tierarztpraxis tätig und wollte sogar Tiermedizin studieren. Sie hat während dieser Zeit gemerkt, dass wenn sie Tieren helfen will, sie sich den Menschen zuwenden muss. Daraufhin absolvierte sie ein Heilpraktikerstudium. Sie war lange in der Welt unterwegs und hat von vielen spirituellen Lehrern gelernt. 2008 konnte ich herausfinden, war für sie ein Schlüsseljahr auf dem Weg zu sich selbst. Sie ist Mama von zwei wunderbaren Kindern, obwohl sie eigentlich gar nicht Mama werden wollte. Ganz spannend. Und heute bin ich gespannt, was du uns, liebe Nada, zu dem Thema wahre Essenz zu erzählen hast. Ja, Ja, liebe Nada. Immer ganz spannend zu hören, was so jemand so rausfindet über einen selbst und immer so zu gucken, ja, so war mein Leben oder so ist Ja. mein Leben. Ja, du guckst ja auf einen großen Erfahrungsschatz zurück. Wie war denn dein Leben, bevor du versucht hast, irgendwie zu dir selbst zu finden? Ich glaube, es gab nicht wirklich einen davor. Wenn du mich jetzt so fragst, hatte ich als Kind immer schon das Gefühl, irgendwie, ich bin, glaube ich, am falschen Planeten gelandet. Also so konnte ich das gar nicht formulieren, aber ich fühlte mich immer irgendwie völlig falsch. Ich hatte auch das Gefühl, ich bin verwechselt worden. Das sind gar nicht meine Eltern. Und meine Verwandtschaft hat die ersten Jahre, also 3, 4 Jahre, gedacht, ich bin stumm, weil ich konnte natürlich sprechen. Aber als ich so in die Welt geguckt habe und in das Leben meiner Eltern und der Menschen, die ich kenne, habe ich gedacht, na, das ist schon mal alles, was ich nicht will. Und ja, habe dann irgendwann tatsächlich einen Jesus-Film im Fernsehen gesehen. Oh, da gab es noch mal jemand, der was anderes. Also es hat mich total berührt. Und ich hatte ganz lang das Neue Testament an meinem Bett als Jugendliche, als dann Pubertäre und so, als dann erste Gefühle kamen für Jungs. Da habe ich immer geguckt, was würde Jesus jetzt in der Situation machen? Und hatte tatsächlich gar nicht so jemanden tatsächlich. Jesus war tatsächlich für mich der Erste, an den ich mich wie so orientieren konnte, an seiner Lehre, die Liebe und so. Irgendwann tatsächlich sind es Filme gewesen, da habe ich einen Gandhi-Film gesehen. Oh ja, noch einer irgendwie so. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, ja, es gab ganz viele Menschen und sicherlich gibt es die doch auch. Und deswegen war ich so immer auf der Suche, so weshalb bin ich da, weshalb sind wir da, weshalb leben wir. Auch ganz viel, das hast du ja auch als Thema, wieso wird der Körper krank, wieso wird scheinbar, dachte ich damals, die Seele krank, wieso leiden die Menschen, warum sind die denn eigentlich nicht glücklich, warum malochen die denn so, warum gehen die so, sind die so in dem Trott, arbeiten, um dann Geld zu verdienen, um was eigentlich davon zu haben, wenn sie doch glücklich wären, bräuchten sie das alles nicht, aber also wirklich von ganz, ganz klein an habe ich mich damit schon auseinandergesetzt. So, was ist das hier jetzt eigentlich, wo ich bin? Und habe natürlich dann ganz, ganz tolle Lehrer, ganz, ganz tolle Weisheiten, ganz, ganz tolle Trainings kennengelernt und habe mich auch immer vollkommen darauf eingelassen. Und es hat mir wirklich immer noch irgendwas immer noch gefehlt. Sag ich, ja, ja, toll alles, mit Kurt alleine schon. Eben in der Tierpraxis, mir waren eben Tiere viel näher, weil ich das Gefühl habe, die nehmen mich wahr, die reagieren auf mich. Da muss ich jetzt nicht irgendwie ausschauen, da muss ich nicht irgendeine Rolle spielen, da muss ich nicht besonders schlau sein. Tiere waren mir viel näher.
Mit den Menschen konnte ich tatsächlich damals nicht so viel anfangen. Aber in der Tierpraxis habe ich dann gemerkt, und wir hatten alle Tiere von klein bis ganz groß, bis Tiergärten, Zirkus, natürlich Kühe, Pferde und so weiter. Und die ganze Kleintierpraxis. Und da hatte ich so das Gefühl, boah, wenn ich den Tieren helfe, muss ich tatsächlich muss ich mit Menschen anfangen. Und habe dann eben über Heilpraktiker damals vom Köhnlechner, der hat das erste Mal für mich Körper, Seele, Geist erwähnt, sag ich, ja, endlich spricht mal jemand auch über die Seele. Und habe dann deswegen die Heilpraktiker-Ausbildung gemacht, war noch zu jung, auch für den Abschluss zu machen, und habe seitdem auch dort das Gefühl, ja, die nehmen Biopflasterchen, und aber hatte immer noch das Gefühl, ich kann mich so nicht auf die Menschheit loslassen. Ich weiß immer noch nicht, wieso wird jetzt der Körper krank. Ich kann natürlich Diagnose und Therapien machen, aber weshalb wird der Körper wirklich krank? Was ist wirklich Heilung? Und das geht zusammen. Also du sagst ja, die Essenz, wer wir sind, aus meinem Erleben jetzt, meine Essenz ist heil. Aber der Körper oder das Denken, das Fühlen, was da eben auch ist, ist teilweise aus meiner Sicht, jetzt aus meiner Erfahrung, mit Altem, woran ich eben geglaubt habe, was wahr ist, ist es wie noch programmiert in der Matrix, in den Zellen, in den subatomaren Teilen. Und es taucht jetzt eben gerade in dieser Zeit so auf, so im Mentalen, im Emotionalen, in unseren Sichtweisen. Und aus meinem Erleben ist die Essenz das, was heil ist und was dieses Heilsein einfach auch einlädt, letztendlich in alle. Auf alle Ebenen. Was hattest du mich jetzt eigentlich gefragt? Ja, es ging einfach darum, ein bisschen so aus dem Leben zu erfahren, und wie dein Leben einfach davor war, bevor du dich auf die Reise gemacht hast zu dir selbst. Aber ich stelle fest, es ist bei dir ein bisschen anders als bei mir. Also bei mir war es schon so, dass ich so eine Zeit hatte, wo ich gedacht habe, naja, das ist ja alles normal hier. Also es ist alles gut und ich kenne halt keine andere Welt. Und ich stelle halt bei dir fest, es ist halt ganz anders gewesen, dass es bei dir wirklich von Anfang an so war. Und auf dem kompletten Lebensweg. Also es gab für dich auch kein so ein Schlüsselerlebnis. Aber was ich von dir herausgefunden habe, war, dass 2008 eben für dich trotzdem ein Schlüsseljahr war. Woran Genau. lag das dann? Genau. Hatte ich ja gerade schon erzählt. Also es heißt nicht, dass ich nicht versucht habe, normal zu sein. Also ich habe schon versucht, irgendwie normal zu sein, ist mir aber absolut überhaupt nicht gelungen. Bei all dem, was ich eben erlebt habe, hatte ich immer das Gefühl, ich bin ja selbst als erleuchtet dann irgendwie ausgewiesen, habe dann Satsangs gemacht. Irgendwie fühlte ich, es ist immer noch nicht komplett, weil ich mich als Essenz wahrgenommen und erlebt habe, und da war natürlich alles gut, aber ich als Mensch, da war noch Eifersucht, Kurt, der sich ja nie ärgert. Also hier wurde sich noch geärgert, und hier waren noch Meinungen, hier waren noch Beurteilungen, hier waren noch Reaktionen, und das habe ich nicht zusammengekriegt. So habe ich mal gesagt, wieso ist das denn noch? Wieso bin ich nicht ständig in der Liebe? Wieso bin ich nicht in dem, was ich bin, wie ich mich als Essenz wahrgenommen habe? Und 2008 bin ich zu einer spirituellen Wissenschaft, zu Akram Vignan gekommen. Und da wurde es für mich komplett. Deswegen war das für mich so ein Schlüsseljahr, wo ich sage, okay, ab dem Zeitpunkt war die Suche auch vorbei. Es war da immer noch so ein Gefühl von, es ist noch nicht komplett. Es hat irgendwas noch gefehlt. Und ich bin so in meiner Natur, ich habe da auch nicht aufgehört. Ich musste dranbleiben. Okay, wenn es das nicht ist, was fehlt denn, was fehlt denn? Und 2008 eben bin ich zu Akram Vignan gekommen, wo das komplett geworden ist, wo es so differenziert ist. Okay, im Wahren, im Absoluten bin ich das Göttliche, die Essenz. Aber im Relativen, im Menschlichen, es wird einfach differenziert, bin ich Nada, bin ich die Person mit den Programmierungen, die noch da sind, mit den Bewertungen, die noch da sind. Aber die dürfen sich jetzt in meinem Licht des Wissens und Sehens zeigen und auch auflösen, ohne dass ich sie mehr verändern muss. Also diese Identifikation, wer bin ich denn jetzt in dem ganzen Sammelsurium der Dinge, das war auf einmal klar. So, das war einfach klar, und damit war die Suche vorbei, und es wurde also das, wie ich mich auch immer wahrgenommen und erlebt habe, das hat sich nicht geändert, aber der Standpunkt und die Sichtweise war einfach so
korrekt, also wie so ein Tresor, wenn man das Richtige, wenn man den richtigen Zahlenschlüssel dann hat, auf einmal klick und dann ist es gut. So, es ist einfach dieser Frieden von da an, dieser innere Frieden, eben die Suche war nicht mehr da, es war der innere Frieden, okay, jetzt bin ich da, ich weiß, wer ich bin, das wusste ich zwar immer, aber ich weiß auch, was das andere ist und wie ich damit umgehen kann oder wie ich es begleiten kann. Das finde ich ja ganz spannend, das auseinanderzuhalten, genau. Ja. Weil ich glaube, viele haben auch so den Irrtum, dass sie halt einfach ja, nur noch vielleicht in dieser kompletten Essenz leben sollen und lehnen vielleicht einfach auch ab, was noch im Ego da ist. Also ich nenne es Ego. Würdest du das dann, wenn du also die Nada, so wie sie jetzt eben hier auf der Erde ist, wenn du die akzeptierst, so wie sie ist, würdest du das als bedingungslose Liebe vielleicht nennen? Ja, definitiv, aber es ist ja für uns gerade, das ist ja die größte Herausforderung, uns so zu akzeptieren, wie wir sind. Da gibt es ja eben den einen Aspekt des kritischen Verstandes, des kritischen Minds. Solange der noch Inhalt hat von Urteilen, von etwas, was er gut findet, was er schlecht findet, und den kann man aus meiner Sicht nicht einfach so abstellen. So im Zen oder wie auch immer, es gibt viele Wege, wo man versucht, diese Gedankenstille herzustellen, was extrem schwierig ist, weil das ist seine Natur. Weil der lässt eigentlich nur altes Zeugs raus, von dem wir irgendwann mal geglaubt haben, so ist es. Ne, das ist letztendlich wie der Computer, ne, mit Programmen gespeist. Den ruhig zu kriegen, abzustellen, ist eine unglaubliche Herausforderung. Und hier ist es so differenziert, weil meine Essenz ist still. Meine Essenz ist Stille, meine Essenz ist bedingungslose Liebe. Und wenn ich von da auf eben die Persönlichkeit schauen kann, auf das Ego, was ich liebe an dieser Wissenschaft, ich bin schon Wissenschaftler, Forscher, da gibt es so eine ganz einfache Gleichung. Ich plus mein ist Ego. Und ich ohne mein ist die Essenz, ist das Göttliche, ist Gott, wie auch immer man dazu sagen mag. Aber es gibt so viel mein Körper, mein Aussehen, meine Sprache, meine Familie, mein Kind, meine Eltern, mein Ego sogar, mein Name, meine Geschichte. Also, und wenn man das so klar sieht, ach, das ist das Ego letztendlich. Das ist das Ich, das ist immer das Gleiche, das ist die Essenz. Aber da hängt das Mein noch dran. Ah, das ist das Ego. Das war für mich so, das gibt so ganz viel Frieden. Es ist nichts Schlimmes, es ist einfach nur das, wo ich geglaubt habe, dass ich das bin. Ich bin der Körper, ich bin meine Persönlichkeit, ich bin die Frau, ne? Ich bin die Tochter, ich bin die Mutter. So, und in dem Moment, wo ich das sehen kann, ah, das ist das, kann ich das liebevoll begleiten. So, okay, in der Essenz bin ich das. Und das ist das halt, das ist meine Persönlichkeit, das ist das Ego. Und dann muss ich nicht mehr kämpfen. Ich habe ganz schön gegen mein Ego gekämpft. Ich habe es versucht, stärker zu sein, auszumerzen, wegzuatmen, keine Ahnung, was es da alle für Techniken gibt. Und jetzt ist einfach so, ja, zu sehen, das ist das, woran ich halt früher irgendwann mal aus einer Fehlsicht, wir sprechen von fehlender Sicht, nicht, dass es ein Fehler ist, aber da hat die komplette Sicht gefehlt, habe ich halt geglaubt, dass ich das bin. Und deswegen, ja, für mich auch das Leid. Also ich habe dann auch natürlich mit dem buddhistischen Weg auch so dieses raus aus diesem Leiden kommen. So, was ist Leiden? Leiden und Krankheit ist für mich ganz nah beieinander. Ja, was letztendlich leidet, ist dieses Ego, das Mein. Das wusste ich vom Verstand her. Und trotzdem, wenn ich aber dann jetzt das erforscht habe und es gibt so eine Innenschau, da schaut man sich das Mein an. Ja, letztendlich ist es die Fehlidentifikation, was leidet. Und es ist dann auch wieder gut, weil es leidet und mich dazu zwingt, mich damit zu beschäftigen, damit ich letztendlich zu meiner Essenz komme. Also dann bist du jedes Mal sozusagen mit dem Ego identifiziert, wenn du leidest. Oder du leidest, weil du damit identifiziert bist. Also Leid, und das ist, also das Mein letztendlich. Ne? Für mich nimmt es die Schärfe so ein bisschen. Es wird ja so viel mit Ego eben. Also bei mir war es auf jeden Fall, dass ich so im Clinch war, im Krieg mit dem Ego so ein bisschen. Weil das klare Erkennen nicht da war, was denn das Ego ist.
aha, es ist ja gar nichts Schlimmes, es ist nicht mein Feind, es ist nicht der Teufel, sondern es ist einfach dieses Mein. Also wenn Leiden da ist, dann weiß ich immer, ah, was ist es denn? Wo hängt es denn? Wo ist denn die Fehlidentifikation? Und wo ist denn dann, tauchen damit natürlich Anhaftung und Abscheu. Also das will ich und das will ich nicht. Die ganzen Meinungen, Bewertungen hängen ja an dem Mein dran. Was Besonderes zu sein, dann schaffe ich es nicht. Und dieses Ganze, es hinzukriegen, also das handelnder Sein hängt damit ganz stark zusammen. Ich bin handelnder, ich kann es irgendwie hinkriegen. Das ist jetzt in der Zeit, sehen wir haben null Kontrolle. Keiner weiß wirklich, wie es jetzt weitergeht. Trotzdem sein Bestes zu geben, also nicht dann da zu sitzen und ich meditiere jetzt einfach und ich bin sowieso, ich kann ja eh nichts machen, sondern da sowas zu finden, wer ich bin und trotzdem hier auf dieser Welt, in dieser Zeit, wirklich seinen Beitrag zu leisten. Also was ich tun kann, tue ich. Es gibt da so ein schönes Beispiel, wenn das Glas runterfällt, dann lasse ich es nicht einfach runterfallen und sage, ach, es ist Karma, es erfüllt sich wieder Karma oder so, sondern zu versuchen, dieses Glas aufzufangen, also mein Bestes zu geben. Aber wenn es dann fällt, dann ist es aufgrund der sich bedingenden Umständen, so heißt es in der Wissenschaft. Also es gibt ja alles, was geschieht, es braucht so viel, dass es geschieht. So unzählig viel. Alleine, dass ich jetzt hier meinen Tee draus trinken kann oder mein heißes Wasser, das musste gemacht werden, das Wasser musste irgendwie hergebracht. Also wenn man das mal genau hinschaut, dass irgendetwas passieren kann, dazu braucht es unzählige viele Umstände, die alle zusammenkommen müssen. Wir jetzt hier die Technik, die Zeit, dass das alles, dass wir jetzt hier in diesem Moment so sitzen können, dass die Sprache sich jetzt so äußert, braucht unzählig viele Umstände. Aber das Ego meint, ich mache es. Und ich war hier dann, wenn ich es dann nicht hingekriegt habe, dann habe ich mich auch noch verurteilt. Jetzt habe ich es wieder nicht hingekriegt. Mensch, jetzt habe ich hier den Kurt dabei, der doch hier der Schöpfer und ich kann alles und alles ist möglich. Und ich habe mich so angestrengt und ich habe es immer noch nicht hingekriegt. Und das hat mich auch leiden lassen. Das hat mich auch krank gemacht. Also ich höre schon, du hast dich auch vielleicht auch in der Beziehung sehr stark mit dem Kurt auch verglichen. War das für dich ein, also ein schwieriger Weg, da rauszukommen?